Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir wollen heute einen der Generäle töten, die wir für die Rüstung brauchen, und zwar General Dokshin. Aber hier im Norden hat uns hier gerade nochmal ein Vogel angezwitschert. Gucken wir nochmal, was der so sagt, denn das befindet sich hier gleich in der Nähe. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Ghost of Tsushima-Folge. Moin Moin an alle Unterstützer des Projektes hier, dass ihr noch gespannt zuschaut hier, nach so vielen Folgen schon. Aber Akt 3 macht auch bisher echt viel Spaß. Soll ich da hoch, Vogel? Nein? Vielleicht? Ich geh mal hier weiter. Doch, da hoch, ne? Sag das doch. Ich kann doch hier lang. Brauche ich nicht klettern. Ach, eine Säule der Ehre. Okay. Wow. Was man hier für Sachen sieht, ne? Wurde der jetzt von hinten erstochen von dem anderen und der wurde dann von hinten mit Bogen getötet? Oder der hat sich ja nicht selber in den Rücken gestochen. Arme Hunde. Whoop. Da haben wir die Säule der Ehre. Okay. Tanuki-Schweif. Die erste Wahl für wilde und unberechenbare Klingen. Okay. Ich glaube, das reicht jetzt aber, oder? Das Tanuki-Schweif sind das nicht auch... Das sind doch so besondere Tiere, ne? Aber ich glaube, jetzt kann ich mir die Ausrüstung anlegen und dann die... Ne, ihr wisst schon. Die Trophäe noch holen, die ich brauche. Sternbad des Konflikts, Überlebenden, Sichelsternen brauche ich. Man könnte das echt mal ein bisschen besser hier sortieren oder sowas. Das wäre mal schön. Kusakus Sternband. Weil sonst findest du einfach nicht, weil es gibt zu viele Sternbänder hier, dass du nicht das Richtige findest. Ich würde das gerne mal nach Namen oder so sortieren. Bin ich wieder oben. Ungewissheit. Konflikt, Niederlage, Überleben. Heiler Sternband. Verbessert. Dann kommt hier wieder. Wiedergeburt. Schirikin, Stern mit der Furcht, des Todes, der Beharrlichkeit. Da, Sichelsternband. Kammer. Kammer, Sichelsternband. Das hier. Dann brauche ich das legendäre Diebestuch. Dann die Gosaku-Rüstung. Mit dem Ozeanwächter drauf. Ja, ganz wichtig, dass man diese Farbkombination wählt. Ihr seht schon, dass das mit zum Sternband passt, von der Farbe her, der Rüstung. Ozeanwächter. Und dann muss ich nämlich hier das Schwertkit auswählen. Und zwar den Kanuki, den ich eben gerade bekommen habe. Okay, wo ist er denn? Ah, da. Der Kanuki-Schweif. Und das sollte jetzt ausreichen. Ist es nicht das richtige Schwertkit? Ich dachte, der Kanuki wäre richtig. Es passt ja auch farblich dazu. Auch vom Pelz her. So. Es handelt sich nämlich um eine Trophäe, wo man sich als ein legendärer Dieb verkleiden soll. Ich glaube, das Schwertkit stimmt noch nicht. Ich glaube, das ist nicht das richtige Schwertkit. Ich hätte gedacht, das würde passen, weil das ja auch so blauen Griff hat und dann dieser Fuchsschwanz dabei. Sucker Punch, die Leute, die Ghost of Tsushima programmiert haben, haben früher ja schon andere Spiele gemacht. Und es gab so ein berühmtes PlayStation-Spiel mit einem Meisterdieb und dieser Meisterdieb war so ein Fuchs oder irgendwie halt so ein Tier und den konnte man in dem Spiel spielen und der hatte halt auch immer dieses Zeichen auf der, dieses Sternband und so und die Trophäe kriegt man, wenn man sich genau so anzieht, wie die Figur halt damals aussah, von den Farben her, also Mundschutz, das Sternband plus das Schwertkit, aber es scheint immer noch nicht das richtige Schwertkit zu sein. Mann, ich dachte echt, Kanuki, das würde doch passen eigentlich, ey. Naja, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin. Denn ich will ja die Platin-Trophäe haben und dafür brauche ich halt das auch. Aber wir arbeiten dran. Ich hätte die Geistrüstung jetzt eigentlich auch nochmal updaten können, ey. Das wäre auch schön gewesen.
Das war meins. Schön, dass Schatten des Kriegers immer ganz unten ist. Auf jeden Fall schnell zu finden dann. 190 Meter, wo ist es denn jetzt? Da muss ich wieder da runter für, okay. An dem Lager bin ich vorbei. Aber ich wollte mir halt die Säule der Ehre noch schnappen. Ich muss echt wieder da runter. Wo ist denn hier das Lager? Müsste ich das nicht von hier schon sehen? Oder ist es da unten noch unter der Klippe? Sind da Mongolen da vorne? Ja, ne? Schon mal ein gutes Zeichen. 110 Meter. Haben wir einen Gefangenen dabei? Wir können mal rein und dann hier schon mal gucken, wie, das, wie sich das so kämpft mit dem Feuer. Kurz den Baum noch mitnehmen. So. Okay, Leute, dann kommt mal her. Das blocken die noch nicht mal richtig. Das hält aber echt nicht lange an, ne? Wo ist mein Feuer hin? Hat er wieder ausgemacht? Und schon habe ich kein Öl mehr. Ja, hallo, ich konnte nicht mal aufstehen, ne? Rechtzeitig. Aha, du hast schon genug. Eben noch mit dem Schild rumposen und jetzt schon wieder die Flasche voll haben. Haben wir den Schnee wieder rot gefärbt. Okay, Feuerflamme ist halt echt auch mächtig und vielleicht hält es deswegen extra nicht so lange. Weil der Gegner kann das echt nicht blocken. Du kannst ihn einfach niederhacken. Ah, hier ist doch noch ein Gefangener. In Duellen ist es bestimmt auch mächtig, wenn man das da anmacht, weil du den Gegner einfach... Du kannst einfach niederhacken. Einfach nur raufschlagen. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Kein Problem. Gebt auf euch Acht. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Dankeschön. Unblockbare Schläge halt, ne, mit dem Dings. Mit der Feuerklinge. Und wir haben das Lager gefunden. Aber es ist super, wenn ich mich von der Seite hier näher. Jetzt habe ich nämlich den Highground auf meiner Seite. Okay. Da den General töten. Das ist aber ein großes Lager mal wieder. Wenn ich von hier aus runterspringe, ob ich mich dann da festhalten kann mit einem Haken. Oder ob ich den Sprung so versaue. Ich guck's mal. Ob die Haken-Option kommt. Ja, sie kommt. Super. Das ist eine alte Mine, ne? Da geht's in den Berg rein. Hier überall die Schienen verlegt. Die bauen hier noch Erze ab. Vielleicht noch mehr Feuersteine und sowas. Wenn ich mich von hier aus nähere, kann ich schon oben ein paar Bogenschützen ausschalten. Da sind nämlich zwei. Drei. Ätzend. Der guckt ja auch noch hier blöd in die Richtung. Wow, hier stehen aber richtig viele rum. Und da ist auch noch hier so ein Ding. So eine Artillerie. Furchtbar. Zwei sind schon weg und der will wieder fliehen, ey. Wo ist er denn hin? Ups. Ist das da kein Fass? Wow. Scheiß Giftpfeile immer, ey. Jedes Mal. Jeder Pfeil ein Giftpfeil von denen. Yeah.
Ey, lass das jetzt mal. Ich muss halt immer meine gelben Punkte verwenden, um mich von dem Gift zu heilen. Das ist voll anstrengend. Akt 3 darfst du dich gar nicht mehr treffen lassen von kein Pfeil, ey. Okay, da heult schon wieder einer. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob ich hier noch vor Sachen machen muss. Ja, genau. Hole die Banner zurück und töte Gegner mit dem Langbogen. Ach, mit dem Langbogen. Was sagt er jetzt? Der Reihe Gegner mit Langbogen töten. Easy. Das war der erste. Hä? Oh. Er steht immer wieder auf. Kommt der jetzt hier hochgeklettert? Hä? Was macht der da unten, ey? Komm doch hoch, wenn du was willst. Was ist das denn? Alter! Der schmeißt immer Wurfmesser. Stell dich doch mal irgendwo hin, wo ich dich auch sehen kann. Siehst du, der kommt irgendwie aus der Richtung. Der schmeißt da ist er jetzt. Von da aus schmeißt er die Wurfmesser, ey. Ah! Leute, ihr wisst schon, dass man da hochklettern kann, oder? Wissen sie wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt runter. Sonst habe ich gleich keine Pfeile mehr. Gegner hier mit dieser Kanone hier töten. Das hätten sie als Aufgabe machen können. Das wäre easy. Da stehen nämlich echt viele davon rum. Aber gut, dass ich die hier oben alle ausgeschaltet habe. Kann ich mich vielleicht unten auch frei bewegen. Ohne, dass die auf mich schießen. Ah, der ist jetzt down. So, einen noch ausschalten mit dem Langbogen. 3 von 3, das war's. Alter, hört auf, sich zu schnell zu bewegen. Yay! Ach, shit. Kacke. Ich hätte auch wieder aufstehen. Nee, habe ich noch nicht gelernt. Da war das Meucheln natürlich nicht mehr aktiv. Weil er mich gesehen hatte. Also konnte ich ihn nicht mehr ausschalten. Aber die sind alle noch tot. Das ist schön. Und das mit dem 3 Gegner ausschalten mit dem Bogen hat auch geklappt. Das ist auch nicht mehr da. Jetzt brauche ich noch die Banner. Genau sowas wollte ich eben machen. Pfeile voll. Auch meine schweren? Immer noch? So viel rumgeballert, wieder voll. Okay, wir können aber nicht in die Mine reingehen. Die Gegner sind alle versperrt, ja. Okay, 3 Schildträger. Auch lange nicht mehr gesehen, so. So viele davon. Oh, Alter, die sind aber anstrengend, ey. Und machen viel Schaden. Ich glaube, ich werde die ganze Folge in der Festung verbringen, heute. So, versuchen wir mal ein bisschen ruhiger rumzugehen hier. Und nicht immer gleich das ganze Leben zu verlieren beim Springen. Der leuchtet so, weil wenn ich den meuchel, dann wird das, der hier unten steht, mitbekommen. Und für ein Doppelattentat stehen die zu weit auseinander. Da ist noch eine Kiste zum Looten, ne? Der ist wieder da. Alter. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr.
Hat er unten, hast du es gesehen? Ne, der bleibt einfach eiskalt da stehen. Kann ich ihn vielleicht zuerst ausschalten? Ohne, dass der andere das mitbekommt? Nein, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Schwerthaltung habe ich noch. Also, für Schildgegner. Alter, willst du mich veräppeln heute? Lass den auch noch ausweichen. Was ist denn heute los? So, hat man kein Leben verloren beim Runtergehen. Dann schalten wir den zuerst aus mit dem Schild, wenn er so nervt. Das war der Anführer, deswegen hat er vielleicht so viel Schaden gemacht. Aber noch nicht der Anführer, den ich töten sollte, ne? Aber den haben wir jetzt geköpft. Deswegen! Ich wundere mich schon, warum der so heftig ist. Ich meine, die anderen mit Schild sahen ja auch so aus wie er. Meine Geisthaltung ist halt schön wieder da. Ja, okay. Das wäre nur normaler mit Schild, weil die anderen eigentlich genauso aussahen wie er. Oder ist jetzt einfach... Ja, der hat nämlich auch gleich das gleiche Schild. Die sind aber nicht so heftig. Nicht schlecht. Ja, den kannst du wenigstens das Schild wegkloppen mit der Haltung. Weil mit dem Anführer ist eben ein bisschen schwieriger. Okay, sie machen auch schon wieder Musik. In gute Laune noch. Eins der Banner. Vier Stück wieder insgesamt finden. Ja. Vorräte sind im Moment gar nicht mehr so wichtig, weil das letzte Update für die Rüstung habe ich ja dann. Wir können die da unten herausfordern, wenn wir denn wollen. Das ist der typische mongolische Kehlenkopf. Kehlkopfgesang. Das ist schon interessant. Kriegt man da was von der Kultur mit? Komm, dann wenn ich nah genug irgendwie rankomme, dass ich finishen kann, dann kriege ich die nämlich alle drei. Von hier um muss es gehen. Mit der Geistrüstung sehen sie mich ja nicht. Von hier oben und dann... Ja, so geht's auch. Ah, der war zu weit weg, oder was? Bestimmt wegen dem Feuer. Wir hätten dann noch geschrien. Ihr seid doch schon tot. So, wir haben wieder Öl gefunden. Brennöl steht nämlich hier drin noch. Okay, da haben wir den nächsten. Das ist easy. Der steht hier super. Der Speerkämpfer. Geisthaltung wieder voll. So, jetzt kriegen wir langsam mal Struktur heute rein. Das war ja furchtbar, der Anfang der Folge heute. So weit im Spiel noch. Wieso hast du mich jetzt gesehen? Der hat mich noch gar nicht erwischt. Jetzt habe ich wieder volle Entschlossenheit. Eisen? Eisen haben wir auch schon lange nicht mehr gebraucht. Ist ja einer drin? Ja. Guten Tag. Der große Anführer kommt wahrscheinlich erst raus, wenn ich denn hier alles fertig habe. So, nochmal Brennöl. Da ist der Ausgang. So, bei den Fellen steht noch einer. Zwei. Ah, der setzt sich hin, das ist super. Eisen. So.
Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Durch den Vorhang, mein Freund. Das ist genauso wie, wenn es einmal nicht läuft, dann läuft auch gar nichts, wie am Anfang. Alter, das ist aber auch ein fettes Schwein hier, ey. Nicht schlecht. Schönes Frühstück für alle. Es gibt Ballast. Und wärmt auch bei dem Wetter. So, hier ist ein Scheißhaus. Bambus habe ich voll. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, hier war doch eben noch einer. Bogenschütze. Schleiche ich mich eben von hinten ran bei denen. Kein Problem. Weg, 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 weg. Da ist noch einer im Turm, ne? Er kommt runter, das ist schön. Muss ich wenigstens nicht hochgehen. Bogenschützen sind kein Problem, die können ja nichts blocken. Wie viele Hütten da noch stehen, ey. Hier unter mir steht keiner. Ich glaube, ich höre den Anführer, oder? Oder waren da auch eben noch Hunde zu hören? Habe ich Brennöl, aber sowas von voll. Hunde auf jeden Fall, glaube ich. Ja, da ist er. Einer davon. Ich brauche auch ein paar Felle, aber die geben mir immer nicht so viel. Die Hunde. Mist. Hunde einfach von hinten überraschen, das kommt auch nicht so häufig vor. Er hat mich nicht erschnüffelt vorher. Vorräte. Der Hund leuchtet, aber ich kann ihn nicht looten, weil er hier so blöd in der Ecke liegt. Ups. Kommt einer rein? Nee. Hä? Wo willst du denn hin? Ach, der hat den Hund gesehen. Ein Hundi. Ja, eine Hundi. Das war Hundi. So Hundi. Weiß man immer ganz genau, was sie sagen wollten. Oh nein, mein Hundi. Das ist ein großes Zelt. Da ist der Anführer in der Nähe, oder? Oder habe ich den schon? Nö. Aber ich habe jetzt einen Banner, ey. Eins von vier. Da ist das zweite. Ist einfach zu groß, das Lager. Viel zu groß. Stahl. Nice. Artefakt der Mongolen. Oh, auch schon lange keins mehr gefunden. Was gab's denn diesmal? Erstmal das finden, da. Ein Ongon. Laut traditioneller mongolischer Mythologie glaubt man, dass alle Schamane nach dem Tod zu wandernden Geistern werden, den Ongon. Es ist Brauch, innerhalb von 3 Jahren nach dem Tod eines Schamanen eine geweihte Figur anzufertigen und entweder zu Hause Haus-Ogon oder draußen an einem geschützten Ort Feld-Ogon aufzustellen. Okay. Als Schutz, damit die Schamanen nicht wiederkommen, oder damit sie wiederkommen? Weg mit dem Schild. Okay, wieder einer mit Giftpfeilen. Er hat einen Helm auf, ja? Wenn ich so schieße, treffe ich wahrscheinlich nur den Helm. Also, rollen wir hin. Weg mit dir jetzt. Ich glaube, ich muss auch noch diese Hütten da oben noch ein wenig durchsuchen. Zelte müssen jetzt schon alle durch haben im ganzen Lager. Oh.
Also da hoch. Ich brauche immer noch zwei Banner. Oh Gott. Aber hier können noch viele sein. Okay, ich glaube, der muss aufs Scheißhaus, so schnell wie er rennt, ey. Muss ich ihn gleich wieder verfolgen, weil ich muss ja alle töten. Jetzt ist er schon weg. Der hat's echt eilig gehabt. Da ist ein Banner. Komme ich hier durchs Fenster, weil das ja... ist doch nur ein Pappfenster, Mensch. Nein, hier kann ich. Jawoll. Auch lange nicht mehr so ein Attentat gehabt. Aber die Möglichkeit kommt auch echt selten vor. So, das war das vorletzte. Eins noch. Was lag da noch? Eisen. Eisen nehme ich mit. Einer wäre hier noch. Steht auch an der Tür. Jawohl. Aber dies einmal von innen nach außen und jetzt haben wir einmal von draußen nach innen gemeuchelt. Kriegt man alles mal zu sehen, wie es dann aussieht. Von der Kameraperspektive her. Aber kein letztes Banner. Jetzt bin ich hier wieder bei den Minen angekommen. Ich meine, ich kann auch einfach alle töten und dann wird mir am Ende das letzte Banner angezeigt. Weil hier habe ich doch angefangen, ne? Da vorne drüben und so. Wo ist denn jetzt der Typ hingelaufen? Ah, guck mal, da stehen noch... Ne, hier war ich noch gar nicht in der Ecke. Glaube ich. Das ist eine andere Klippe, wo ich hier bin. Banner könnte auch bei denen da, so zwei, bei den Zweien sein. Hä? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Guckt einer von denen in meine Richtung? Nö. Ja, doch, der eine, natürlich. Natürlich guckt der. Hä? Kein Dreieck. Das war's. Das war's nicht. Da redet noch jemand. Verstecken. Der wusste doch schon, dass ich da bin. Brauche ich doch nochmal die Schildhaltung. Und weg damit. 50 Meter das letzte Banner. Bin ich dran vorbeigelaufen oder war ich da noch nicht? Da vorne. Da unten? Nee, da war ich noch nicht. So, 4 von 4. Und der Anführer, habe ich den schon mitgetötet? Nee, ne? Zerstöre das Schwarzpulverlager und dann kommt er wahrscheinlich erst. Dann gibt es wieder so ein Duell gegen General Doc Sheen. Okay, sprengen wir das Ding mal. Kriegen wir noch den zweiten Fähigkeitspunkt plus noch Gold als Belohnung dann. Dann können wir vielleicht mal das Flammenschwert im Duell benutzen, wenn er jetzt rauskommt. Ja, da ist er. General Doc Sheen. Wo kommen denn die anderen Zuschauer da noch her, die drumrum stehen? Ich dachte, ich habe das ganze Lager ausgelöscht. Okay.
Ich kann die Flamme gar nicht anmachen mit R1. Geht nicht im Duell, oder was? Aber er hat gar kein Feuerschwert, ey. Alles klar. Nein, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Ach. Ja, er hat gerade wahrscheinlich gesehen, was mein Fehler war, ne? Ich wollte immer den Schlag aufladen, um sein Schild wegzuschlagen. Den hier. Weil das echt gut auf seine Haltung geht. Aber die Zeit lässt er einen nicht. Jetzt. Was? Ein Schlag? Das hat 3 Punkte gekostet. Ah, er macht die nächsten noch danach. Geil. Parieren durchbricht auch komplett seine Haltung. Wieder voll. Das muss ein Teil der Rüstung für Kotun Kahn sein. Ein Teil der Rüstung, ja. Ich dachte, warum geht er denn auf die Knie? Die Stiefel. Teil einer Mongolenrüstung. Okay, das ist also das erste Teil. Ein Teil einer Mongolenrüstung, die speziell für Kotun Kahn angefertigt wurde, die Dokshin-Minenlager gefunden. So werden die Stiefel dann auch so aussehen. Bin echt gespannt, wie die Rüstung dann bei Jin aussieht, wenn man die dann hat. Sehr strange. Ah, dann geht er einfach auf die Knie beim letzten Schlag. Jo, das war General Dokshin. Schwere Geburt heute, das ganze Ding, ey. Bonusziel abgeschlossen. Wie immerhin das, Legende erhöht. Bonusziel ist immer wichtig. Und noch ein Fertigkeitspunkt. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich, wie das Lager noch verbrennt. Nee, sehen wir nicht. Oh, dieses Pferd. Ich kann doch nicht mal den Sattel ändern, ey. Nur wo einfach weg ist. Voll schäbig. Weiß noch nicht mehr, wie das Pferd heißt. Guck mal, jetzt ist hier alles wieder weggebrannt. Okay, irgendwas in der Nähe freigeschaltet. Zack. Ein Fragezeichen. Aber ich dachte, man findet jetzt hier die Leuchttürme noch. Die auch gar nicht mehr zu sehen. Nur das. Okay, ich muss unbedingt dann in der nächsten Folge, oder zwischen der nächsten Folge hier, zum Rüstungsschmied und die Geistrüstung dann auf Maximum bringen. Damit ich da auch jeden Bonus habe. Und dann können wir noch mit weiteren Geschichten weitermachen. So, hier noch die ganzen. Das sind aber kleinere Lager. Hier, das ist wieder ein großes, sieht man immer bei Gold als Belohnung. Das ist wieder noch ein großes. Die anderen hier sind ein bisschen kleiner. Sollte dann auch schneller gehen, die abzuschließen. War ich hier eigentlich schon mal? Nee, sonst hätte ich da Schnellreise hinmachen können. Für die Geschichte. Na gut, Leute. Längere Folge heute. Schwere Geburt. Der Anfang war echt widerlich. Bestimmt auch anstrengend zum Angucken. Dann ging es ein bisschen mit dem Meucheln. Und am Ende, naja, war. Wir haben alles geschafft, was ich vorhatte. Also, bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Macht's gut. Ciao.